Das größte Rätsel der Physik ist wohl, wie sich Teilchenphysik und Gravitation in einem Modell vereinen lassen. Dabei helfen könnte die mathematische Struktur der Lie-Gruppe E8. Sie hat besondere Symmetrieeigenschaften und könnte eine einheitliche Theorie in der Physik herbeiführen. Quasi die Theorie von allem. Also die Weltformel schlechthin. Ein super aufregendes und mysteriöses Thema, das ihr mir über WhatsApp vorgeschlagen habt. Danke dafür und herzlich willkommen bei Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr kein Video. Alle Vorgänge und Zustände im Universum sollen sich mit ihr beschreiben lassen, von den kleinsten Dingen im Quantenbereich bis zu den größten kosmischen Strukturen überhaupt. Und ein US-Physiker behauptet tatsächlich, diese Formel aufgestellt zu haben. Was kann diese angebliche Weltformel wirklich und was steckt dahinter? Schon in den 60er Jahren hatten Physiker und Physikerinnen herausgefunden, dass sich Elementarteilchen mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften wie Masse und Ladung in eine bestimmte Ordnung bringen lassen. Das sind die sogenannten Lie-Gruppen, also vereinfacht gesagt Strukturen in der Mathematik, die über besondere Symmetrieeigenschaften verfügen. Mit den einfacheren Gruppen können Objekte wie Kegel oder Zylinder beschrieben werden. Auch wenn sie gedreht werden, sehen sie gleich aus. Bei der sogenannten E8-Struktur ist das anders. Sie ist viel komplexer. Insgesamt umfasst sie 248 Dimensionen und damit sind nicht etwa Raumdimensionen gemeint, sondern Freiheitsgrade, also die Variablen eines Systems, mit deren Größenänderungen sich auch die komplette Struktur verändert. Mit ihrer Hilfe haben Forschungsteams dann im Laufe der Zeit das Standardmodell der Elementarteilchenphysik entwickelt. Konkret besteht es aus der Kombi von insgesamt 3 Lie-Gruppen, in denen alle bekannten Elementarteilchen und 3 der Fundamentalkräfte berücksichtigt sind. Doch eine wichtige Sache fehlt, die Gravitation, also die Schwerkraft. Lange ging man davon aus, dass sich dieses Problem im Laufe der Zeit von alleine lösen würde, eben durch die Entdeckung einer Lie-Gruppe, die auch die Gravitation nicht ausschließt. Doch das passierte nicht und durch andere Ideen für eine einheitliche Theorie der Physik rückte die E8-Theorie in den Hintergrund. 2007 machte sie jedoch wieder Schlagzeilen und zwar durch den Forscher Anthony Garrett Leasy von der Universität in San Diego. Er füllte die E8-Struktur mit verschiedenen bekannten Teilchen und Kräften, den 20 unbesetzten Punkten ordnete er dann hypothetische Teilchen zu. In einer Computersimulation ließ er dann die Struktur rotieren. Die musste Ergebnisse zeigen an, wie die Teilchen und Kräfte möglicherweise wechselwirken. Das Krasse daran, diese stimmen mit den Messergebnissen in der realen Welt überein. Dazu ließ sie, in diesem Moment explodierte mein Gehirn, als ich die Implikationen und die Schönheit dieses Dings sah. Ich dachte, heiliger Bimbam, das ist es. Beispielsweise lagerten sich Quarks um gravi-elektromagnetische Teilchen und zwar in Familien von je 3 Partikeln mit jeweils denselben Eigenschaften, aber anderen Massen. Genauso beschreibt auch das Standardmodell diese Partikel. Leasy veröffentlichte sein Ergebnis unter dem Titel »Eine außergewöhnliche Theorie von allem«. Ganz besonders stellte Leasy heraus, dass sein Modell ohne Strings auskommt und es so einfach und schön sei. Leasy jedenfalls ist sich sicher, dass das Universum auf reiner Geometrie beruht. Doch eines steht noch aus, und zwar der endgültige experimentelle Beweis oder zumindest handfeste Hinweise auf seine Theorie. Beispielsweise wäre das gegeben, wenn der Large Hadron Collider bei Genf im CERN diejenigen 20 Partikel aufspüren könnte, mit der Leasy seine Struktur aufgefüllt hatte. Kleinere Indizien für die E8-Symmetrie wurden in einem Experiment dagegen bereits entdeckt. Ein Forschungsteam aus Oxford hatte Kristalle aus Niob und Kobalt abgekühlt und zwar auf 0,4 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Die Atome lagerten sich zu langen Ketten und die Elektronen verhielten sich wie kleine Stabmagneten und zwar aufgrund ihres Spins, also einer Art Drehimpuls der Teilchen. Und aufgrund dessen bildete sich dann spontan ein Muster, als das Forscherteam ein starkes Magnetfeld rechtwinklig zu den Spinachsen anbrachte. Die Überraschung war groß, als man entdeckte, dass sich die Spins gemäß der E8-Symmetrie angeordnet hatten. Warum genau und was dahinter steckt, das ist noch ein großes Rätsel. Aufregend ist aber schon, dass E8 eben nicht nur ein mathematisches Konstrukt ist, sondern tatsächlich auch in der echten Welt zu finden ist. Und noch ein Wort zur Stringtheorie, die durch ihren Glanz das E8-Modell lange in den Schatten gestellt hatte. Einige Physiker und Physikerinnen jedenfalls sind der Ansicht, dass das E8-Modell der Stringtheorie gar nicht widerspricht, sondern sie nur ergänzt. Wir hatten ja einmal ausführlich über die Stringtheorie berichtet, bei der die Elementarteilchen je nach Schwingungszustand
Zustand verschiedene Eigenschaften annehmen. Sie schließt, im Gegensatz zum E8-Modell, die Gravitation nicht aus. Allerdings bezieht sich die Schwingung der Strings auf bis zu 21 Raumdimensionen je nach Modell. Beide Formeln zusammen, jedenfalls würden die Relativitäts- und Quantentheorie zu einer vereinen, zu einer Weltformel der Quantengravitation. Doch dazu muss noch einiges passieren, denn für die Stringtheorie existiert noch kein experimenteller Beweis. Aber dafür gibt es ja auch einen Hinweis in unserem Video zum Thema: Existiert unser Universum nicht? Stringtheorie bald bewiesen. Dafür hier draufklicken und auch darunter unbedingt draufklicken. Da geht es nämlich zu unserem neuen englischen Klick zum Science and Fiction Kanal. Draufklicken und abonnieren, wenn ihr mich auf Englisch sehen wollt. Ansonsten bis dann, bleibt dran.